So, im Hinduismus gibt es größere Unterschiede als innerhalb anderer Religionen. Und trotzdem ist es die gleiche, ist immer noch Sanatan Dharma. Warum? Die offenbarten Schriften sind die Grundlage. Auf die beziehen sich alle, auf den heiligen Veda, die Upanishaden, Vedanta Sutra. Und diese Schriften lassen verschiedene Interpretationen zu. Man Ja. braucht deshalb nicht eine neue Religion zu gründen, weil man andere Ansichten hat zu bestimmten Themen. Sehr interessanter Punkt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Namo Vasudevaya. Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier immer jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, gemeinsam es regelrecht zu studieren, Vers für Vers, Erläuterungsabschnitt zu Erläuterungsabschnitt. Wir versuchen so möglich wenig wie möglich da hinter den Tisch fallen zu lassen. Und neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Schriften. Sie alle wurden übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast auch wieder mit an Bord, den ich euch mal einblende. Viele, die regelmäßig das tägliche Bhagavatam schauen, werden ihn sicher auch kennen. Er war hier schon öfters mal zu Gast. Es ist unser lieber Vaidyanath Prabhu aus Hamburg. Hare Krishna. Und Hare Krishna. Vaidyanath weiß jetzt schon, was kommt, glaube ich. Es kommt, dass ich darauf hinweise, dass wir ja schon eine 11- oder 12-folgige Serie mit dir hier veranstaltet haben. Und zwar über deine sehr bewegte Lebensgeschichte, die natürlich noch Das weiterhin waren noch Zeiten. Genau. Und für alle, die das sich mal anschauen wollen oder anhören wollen, ich verspreche euch, da ist von allem was dabei. Von Romantik bis Dramatik. Dann drückt hier oben auf das I, dann könnt ihr euch die angucken. Aber eins will ich euch nicht vorenthalten, auch für die ganz neuen Eingeschalteten. Vaidyanath Prabhu blickt auf eine über 50-jährige Vergangenheit des Krishna-Bewusstseins zurück. Er wurde im Jahre 1973 direkt von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada eingeweiht, dem Gründer Acharya der ISKCON. Und somit können wir also alle beruhigt. Wir sind hier, glaube ich, gut aufgehoben bei dieser Sendung bei jemandem, der hier Ahnung hat von dem, was es hier geht. Ja, und da freue ich mich auch, dass wir heute dann direkt mal über die Theologie des Krishna-Bewusstseins sprechen können. Und wir können ja zuvor ein paar glückverheißende Mantras mal rezitieren. Vaidyanath Prabhu, magst du da das Sanskrit übernehmen? Dann würde ich das Deutsche übernehmen. Amagyanati Mirandasya Janandala Shalakaya Chakshur Unmilitang Yena Tasmai Sri Gurave Namaha.
Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityang Bhagavata Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhaktavrinda. Und schaltet eure Mikrofone alle gerne einmal ein. 3, 2, 1. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Und wir schauen uns zum dritten Mal jetzt den Vers 27 an, wo die Erläuterung so, wie nennt man das, umfangreich gewesen ist, dass wir sie in drei Teile jetzt besprechen werden. Oder Moment, wir haben sie schon in zwei Teile besprochen, wollen heute den dritten noch ausbleibenden Teil besprechen. Und ja, wir hören uns nochmal den Vers auf Sanskrit und auf Deutsch an, damit wir nochmal wissen, worum geht es hier eigentlich. Bitteschön. Desha kalarta yuktani vrittapo pashamani cha aranti smaratas chittang govinda bhikitani me. Desha Raum, kala Zeit, arta die Wichtigkeit, yuktani erfüllt von vritt das Herz, tapa brennend, Upashamani löschend cha und Aranti wirken anziehend Smarataha durch Erinnerung. Chittam Geist, Govinda die höchste Persönlichkeit der Freude, Abhihitani gesprochen von Me zu mir. Übersetzung von Srila Prabhupada. Jetzt fühle ich mich zu den Belehrungen hingezogen, die mir die Persönlichkeit Gottes Govinda erteilte, denn sie sind mit Weisungen durchtränkt, die geeignet sind, das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Sowohl der Herr als auch die Lebewesen werden in der Bhagavad Gita als Sanatana oder ewig beschrieben. Und auch das Reich des Herrn weit jenseits des materiellen Himmels wird als Sanatana beschrieben. Das Lebewesen wird eingeladen, in der Sanatana-Existenz des Herrn zu leben, und der Vorgang, der dem Lebewesen helfen kann, in das Reich des Herrn einzutreten, wo die Seele ihre befreiten Tätigkeiten entfaltet, heißt Sanatana Dharma. Man kann das ewige Reich des Herrn jedoch nur erreichen, wenn man von der falschen Auffassung der materiellen Identifizierung frei ist. Die Bhagavad Gita gibt uns den Schlüssel, wie wir diese Stufe der Vollkommenheit erreichen können.
Der Vorgang von der falschen Auffassung der materiellen Identifizierung befreit zu werden, besteht in einer Stufenfolge aus fruchtbringender Handlung, empirischer Philosophie und hingebungsvollen Dienst bis hinauf zur transzendentalen Erkenntnis. Solch transzendentale Erkenntnis ist möglich, wenn man alle oben genannten Faktoren zum höchsten Herrn in Beziehung setzt. Die vorgeschriebenen Pflichten des Menschen, wie sie in den Veden aufgezeigt werden, können das sündige Herz der bedingten Seele allmählich läutern und sie auf die Stufe der Erkenntnis heben. Wer ist dran? Genau, es geht jetzt noch mal Ich, aber weiter. ich hatte, Ja, egal. bitte. Die geläuterte Stufe der Aneignung von Wissen bildet die Grundlage des hingebungsvollen Dienstes für den Herrn. Solange man nach einer Lösung für die Probleme des Lebens sucht, wird dies als Jnana oder gereinigtes Wissen bezeichnet. Wenn man jedoch die tatsächliche Lösung des Lebens erkennt, tritt man in den hingebungsvollen Dienst des Herrn ein. Die Bhagavad Gita beginnt mit den Problemen des Lebens, indem sie die Seele von den materiellen Elementen unterscheidet. Sie beweist mit Vernunft und Logik, dass die Seele unter allen Umständen unzerstörbar ist und dass sich die äußere materielle Hülle, der Körper und der Geist wandelt, um einen weiteren Abschnitt in der materiellen Existenz, die voller Leid ist, einzuleiten. Deshalb ist die Bhagavad Gita dafür bestimmt, alle Arten von Leiden zu beenden, und Arjuna suchte jetzt bei diesem erhabenen Wissen Zuflucht, das ihm zuvor während der Schlacht von Kurukshetra mitgeteilt worden war. Besten Dank. Lass uns noch einmal den Vers wahrscheinlich zum letzten Mal fürs Erste mal hören auf Deutsch. Jetzt fühle ich mich zu den Belehrungen hingezogen, die mir die Persönlichkeit Gottes Govinda erteilte, denn sie sind mit Weisungen durchtränkt, die geeignet sind, das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Ja, vielen Dank. Und ja, weiter Nath Prabhu, ich oder wir, Shivatma Prabhu und ich, wir werden jedes Jahr eingeladen, seit fast 10 Jahren jetzt, immer an der Grenze zu Polen gibt es ein altes katholisches Kloster, wo auch noch eine sogenannte Begegnungs- und Seminar Stätte eingerichtet wurde. Ja, und da findet jedes Jahr eine Woche ein Seminar statt, wo Schulklassen aus 8 verschiedenen EU-Ländern eingeladen werden. Und da geht es dann um das Thema die 5 Weltreligionen. Und die Schüler sollen da die Gelegenheit bekommen, nicht so wie man das aus der Schule kennt, dass sie einfach über eine Religion etwas hören von einer Religionslehrerin oder einem Religionslehrer, sondern dass sie von jemandem etwas lernen, der das auch praktiziert. So, und da haben wir solche Folgen oder solche Unterrichtsstunden dann auch mal mit Kamera aufgenommen. Dann habe ich das auf YouTube hochgeladen. Das Ganze findet in Englisch statt. Habe ich einfach mal so, habe ich mir nichts bei gedacht, lade ich mal hoch auf YouTube. Und eins von diesen Videos ist dann regelrecht explodiert. Man nennt das, geht dann viral. Und ich bekomme also jeden Tag, buchstäblich, jeden Tag seit 4 Jahren Kommentare. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jeder vierte Kommentar, und da komme ich jetzt auf meine erste Frage auch an Vaidyanath Prabhu drauf zu sprechen. Jeder vierte Kommentar, es handelt sich also zu, ich würde mal sagen, gefühlt zu 80% kommentieren indische Leute das.
Und jeder vierte oder fünfte Kommentar ist, ja, was wird denn hier vom Hinduismus gesprochen? Das nennt sich Sanatana Dharma, Leute. Also da kommt dann immer so ein, es hat einen leicht Schlaumeier-Ton. Ihr habt doch alle gar keine Ahnung. Das heißt Sanatana Dharma, nicht Hinduismus. So, und weil du ja auch dich damit sehr viel beschäftigt hast, du bist in Hamburg in so einem Rat, wenn ich das richtig verstanden habe, in so einem Rat und hast direkt Einfluss auf den Senat in Hamburg und auch auf Religionsbücher, wie sie in der Schule dann über den Hinduismus ja, berichten. Ah, Ich merke, er greift zum Bücherregal. Okay. ja, mal ganz interessant, Nachrichten aus Hamburg. Heute bin ich zum Neujahrsempfang der Grünen eingeladen, Okay. der Grüne Partei, ne, an der Ja, schon mal Regierung. gehört. Heute ist also ein besonderer Glückstag für mich. Und gleichzeitig zu einer Veranstaltung an der Universität von Hamburg über den Hinduismus, organisiert von einem Indologen, Dr. Ram Prasad Bhatt. So, also wir vertreten da immer mit anderen Hindus zusammen Sanatan Dharma. Übrigens, was du sagst, ist also meine Aufgabe. Einmal bin ich in Hamburg Ansprechpartner für Hinduismus im Schulunterricht an Hamburger Schulen. Ich habe auch verfasst einiges an Beiträgen, schriftlichen Beiträgen für Materialien zum Religionsunterricht. Bin ich auch Geschäftsführer im Hindu Forum Germany, Dachverband der Hindus in Deutschland. Und wir haben uns also gerade auch über diesen Begriff Sanatan Dharma und Hinduismus unterhalten. Also unser Präsident Gopi Prasad war gerade in Indien oder ist noch in Indien und war einer Versammlung aller Hindus, also zentralen Versammlung aller Hindus in Bangkok, Thailand auch. Da wurde auch darüber gesprochen, wie man denn diese Weltreligion benennen soll. Und die sagten ja, man sollte das Hindu-Dharma nennen. Hindu-Dharma ist so eine Mischung aus Sanatan-Dharma und Hinduismus. Ne? Ja, verstehe. Also Dharma ist die ewige Lebensaufgabe. Man spricht auch sowohl von Hinduismus als auch Buddhismus von den sogenannten Dharma-Religionen. Ne? Dharma, weil sowohl das im Hinduismus als auch im Buddhismus der Ausdruck Dharma eine wichtige Rolle spielt. Im Hinduismus, im Buddhismus dann meistens Dhamma, aber es ist die gleiche Sache. Ne? Also das Wort Hinduismus findest du ja in keiner vedischen Schrift. Also in unseren Schriften, wir haben die jüngere Schrift, die wir haben, ist Chaitanya Charitamrita. Da wird allerdings der Ausdruck Hindu gebraucht. Hast du das ja gelesen? Ihr habt das teilweise gelesen, Chaitanya Charitamrita. Und zwar im Zusammenhang der Auseinandersetzung von Chaitanya Mahaprabhu mit den Muslimen in Navadvip damals. Ne? Und da wurden eben diejenigen, die nicht Muslime sind, das waren die Hindus schon zu der Zeit. Chaitanya Charitamrita spielt ja im 16. Jahrhundert, aber in den überlieferten vedischen Schriften, die also ja uralt sind, so um 3000 vor Christus, offenbart, will ich mal wirklich sagen, offenbart, gerade Srimad Bhagavatam ist ja offenbart, da findet man diesen Ausdruck Hinduismus gar nicht. Warum? Da gab es keine andere Religion eigentlich auf dem ganzen Planeten. Ne? Die ursprüngliche Religion auf dem ganzen Planeten ist dieses Sanatan Dharma. Und Berichte davon haben wir zum Beispiel auch im Alten Testament. Ne? Der alte Abraham reiste ja durch Mesopotamien und kam nach
Palästina und Ägypten und überall, wo er hinkam, da war dieses Sanatan Dharma, was er eigentlich als Polytheismus ansah. Ne? Und das ist aber vedische Kultur in verschiedenen Ausformungen. Und dieses Sanatan Dharma im alten, also vedische Polytheismus, damals bekannt als Polytheismus, gab es auch in Ägypten. Die Ägypter haben manchmal aber auch monotheistische Richtungen, wo sie eben den Surya Narayan oder den Gott in der Sonne oder auch den Sonnengott verehrten. Ne? Wenn du auch nach Südamerika gehst, Mayas, Inkas, die hatten auch die eine praktisch vedische Kultur. Die ersten Entdecker, die diese Überbleibsel der Maya-Kultur in Mexiko entdeckten, die dachten, das sei Hinduismus. Die dachten also, diese Schriftzeichen, die die Mayas hinterlassen hätten, das sei also Sanskrit, glaubten die zuerst, die ersten Archäologen. So, also diese, auch in die alten Griechen hatten praktisch eine Ausformung des Hinduismus, also Polytheismus, und die Germanen, ne? Leider, was öfter passierte in verschiedenen Kulturen, das Konzept des höchsten persönlichen transzendentalen Gottes geriet in den Hintergrund. Ne? Haben dann also hauptsächlich nur noch die Halbgötter verehrt. So Sanatan Dharma, was heute bekannt ist als Hinduismus, hat sich ja so gut erhalten durch die Jahrtausende, weil alles sehr schön aufgeschrieben war, verschriftlich, ne? Also die vedischen Schriften. Alles sehr schön aufgeschrieben in Sanskrit. Und diese Sanskrit-Sprache wurde auch nicht verändert über die Jahrtausende hin. Also wir haben die gleichen Slokas des Bhagavatam, ja, die vor 3000 Jahren niedergeschrieben wurden, die haben wir jetzt immer noch. Diese Sanskrit-Schriften wurden dann natürlich in verschiedenste Sprachen übersetzt, auch in moderneres Sanskrit. Aber die ursprünglichen Versionen existieren immer noch, sind immer noch zugänglich. Eine dieser Schriften ist eben das Srimad Bhagavatam, welches auch uralt ist und welches, ich möchte es nochmal ausdrücklich sagen, eine offenbarte Schrift ist. Nehmen ja die Christen, Muslime und Juden für sich in Anspruch, dass sie Offenbarungsreligionen sei. Also wenn ich das höre, gerade war wieder auch eine Veranstaltung in der Kunsthalle zu den Offenbarungsreligionen. Ja, warum? Die hätten offenbarte Schriften. Ja, das ist die hinduistischen Schriften, die Schriften der Hindus oder Sanatan Dharma sind genauso offenbart. Apaulusheya, die kommen also nicht sind nicht von Menschen erdacht, sondern Apaulusheya, so heißt es ausdrücklich in der Sri Upanishad, die kommen Apaulusheya, also die haben einen nichtmenschlichen Ursprung oder einen göttlichen Ursprung, ne? Sind offenbar. Im Bhagavatam hören wir, ihr habt es, glaube ich, auch schon gehabt, den Teil, wie also Srila Vyasadeva die Offenbarung des Srimad Bhagavatam erfahren. Ne? Habt ihr, glaube ich, schon gehabt, den Teil. Ja, den Teil haben wir, also Ja, also ja. der Ausdruck Sanatan Dharma, der wird allerdings gebraucht. Also wir haben hier ja einen Teil über die Bhagavad Gita. Da haben wir zum Beispiel 15,7. Ganz bekannter Vers, Bhagavad Gita 15,7, den müsste. Jiva Bhuta Sanatana. Ja. Wie fängt er nur an? Mamaivangsho Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Manasya Stan Indriyani, Prakriti Stan Karsati. Die Lebewesen in der bedingten Welt sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Also Krishna spricht, meine ewigen fragmentarischen Teile. Wenn die fragmentarischen Teile oder die Lebewesen schon ewig sind, dann ist natürlich Krishna genauso ewig. Kann nicht sein, dass also die sind beide ewig. Krishna sagt, die Lebewesen in der bedingten Welt sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Sanatan eben ewig, ne? Aufgrund ihres bedingten Lebens kämpfen sie sehr schwer mit den sechs Sinnen.
zu denen auch der Geist gehört. Aufgrund des bedingten Lebens haben wir jetzt mit anderen Sachen zu tun als mit Krishna, nämlich mit unseren Sinnen und dem Geist. Wir kämpfen da. In diesem Kampf vergessen wir immer, dass wir Teile von Krishna sind. Also, Vaidyanath Prabhu, wenn ich da kurz mal, damit ich das alles auch richtig verstehe und auch die zu anderen Zuhörer, Zuschauer und auch die YouTube-Zuschauer, so du sagst, dass es, sagen wir mal, bevor das Christentum und der Islam hier so Einzug erhalten haben, wie wir das dann später auch ja, beobachten konnten und auch jetzt beobachten, dass es davor auch in Europa und auch in Kleinasien und sogar in Mexiko, also in Amerika, Nord und Süd, eine Form, man könnte es eine Form als eine Form des Hinduismus bezeichnen, weil eben der Hinduismus unter anderem dafür bekannt ist, dass es eben viele Götter gibt, die angebetet werden. Und ja, das findet man bei den Germanen. Da gibt es den Odin und den Thor und die Göttin Freya, von dem haben wir noch den Freitag. Oder bei den Römern haben wir Jupiter und Mars. Na, wir kennen den Namen Martin, das kommt von Mars und so weiter. Du hattest eben einen interessanten Punkt angesprochen, und zwar ging es um die höchste Persönlichkeit Gottes. Das heißt, ich will es mal so sagen, du hattest diesen Bhagavad Gita-Vers eben zitiert, Sanatana, Jiva Bhuta Sanatana, dass die Lebewesen alle ewig sind und dass dann der Ursprung, von dem die Lebewesen ausgehen, inklusive Halbgötter, dieser Ursprung muss ja dann auch ewig sein. Und das ist eigentlich, da würde mich deine Meinung gleich mal sehr interessieren. Das ist ja, da geht es ja dann wirklich in Richtung Sanatana Dharma, weil wir können ja auch einen Halbgott verehren, aber diese Verehrung ist A, ja, die ist nicht unbedingt ewig, weil eben der Halbgott auch irgendwann, ja, sterben muss. Wir kriegen zwar vielleicht eine Segnung, vielleicht werden wir reich. Auch diese Segnung ist nicht ewig. Wir verlieren dann irgendwann diesen Reichtum. Das heißt, streng gesehen handelt es sich hier nicht um Sanatana Dharma, wenn wir einen Halbgott verehren. Aber in dem Moment, wo wir den höchsten Ewigen anfangen zu verehren, dann geht es in Richtung ewige Beschäftigung oder ewige Verehrung. Wie stimmt das, was ich sage? Und kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Ja, das ist richtig. Also im 7. und 9. Kapitel der Bhagavad Gita äußert sich Krishna umfangreich über die Halbgötterverehrung. Und er sagt zum Beispiel, dass alle Gaben, die die Halbgötter vergeben oder alle Segnungen, die die Halbgötter vergeben, ursprünglich von ihm kommen. Also wenn jemand Halbgötter verehrt für Gesundheit, zum Beispiel den Sonnengott, ne? Dann der Sonnengott bekommt seine Gaben von Krishna und gibt sie weiter an den jeweiligen Verehrer. Und Krishna sagt auch, wenn jemand sich also zu materiellen Segnungen hingezogen fühlt, dann macht er seinen Glauben, stärkt er seinen Glauben an die Halbgötter. Also wenn jemand materielle Dinge haben will, dann neigt er dazu, sich bestimmte Halbgötter kennen wir bei uns nicht, aber bedeutende Persönlichkeiten auszusuchen, ne? Vitamin B-Beziehungen, die ihm diese Segnung dann auch erteilen können, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, ne? Kriegt man durch Vitamin B-Beziehungen zu übergeordneten Persönlichkeiten zum Beispiel. Ne? Oder eben im Hinduismus, dann sucht man sich die Halbgötter aus.
wie auch früher bei den Griechen ist, wie es üblich war bei den Griechen, bei den Römern und auch in Afrika ja auch. Das haben wir noch vergessen. Ne? Die haben genauso eine polytheistische Kultur, vielfach. So, also insofern der Ausdruck Sanatan Dharma, selbst für die Halbgötterverehrer, gilt ja immer noch. Also diese Sanatan Dharma-Religion nimmt ja für sich in Anspruch, sehr vielfältig zu sein und sehr inklusiv. Also Hindus verstehen die Welt gerne so, dass eigentlich ursprünglich jeder ein Hindu sei. Ne? Hindus sehen auch noch nicht so die Unterschiede zwischen den Religionen. Also was wir heute haben, die Weltreligion, Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus, die Hindus sehen da nicht so die Unterschiede. Im Hinduismus haben wir auch monotheistische Richtungen. Gerade unsere Richtung, Gaudiya Vaishnava, ist ja monotheistisch oder qualifizierter Monotheismus. Krishnas tu Bhagavan Swayam. Krishna ist der Einzige, den wir verehren. Krishna sagt in der Bhagavad Gita auch, Mam ikang Saranam, dann gib dich allein mir hin. Ne, das ist Monotheismus. So, also deshalb, Sanatan Dharma ist eigentlich die ursprüngliche Religion nicht nur der Inder, sondern aller Lebewesen. Das ist das Verständnis. Ne? Also diese Inklusivität, die den Hinduismus kennzeichnet, stößt aber manchmal auch auf Widerstand. Wenn du Buddhisten fragst, sagst du, nee, 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 lass uns in Ruhe, wir sind keine Hindus, wir sind Buddhisten. Da fängt es schon an. Ne? Oder auch Christen mögen das nicht gerne, dass Von den die Moslems wollen wir einmal gar nicht ein. erst sprechen. Und wenn du aber die Bhagavad Gita liest, die Arten des Glaubens, das 17. Kapitel, die Arten des Glaubens, da wird nicht gesprochen von Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus, sondern es wird gesprochen von verschiedenen Einstellungen, die jemand haben kann gegenüber der Religion oder verschiedene Arten der religiösen Praxis. Das ist übergreifend. Nun wurde die Bhagavad Gita ja gesprochen von Sri Krishna, bevor es überhaupt andere Religionen gab. Also eben auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra etwa 3000 vor Christi. Da gab es noch keine anderen Religionen. Der ganze Planet war praktisch Sanatan Dharma. Da gab es aber immer diese verschiedenen Arten der Praxis der Religion und verschiedene Einstellungen der Menschen gegenüber der Religion und Gott. Das hat es immer gegeben. Ne? Aber diese Begrifflichkeiten, Abgrenzungen, die kamen dann durch die Abspaltung. Ne? Der Buddhismus hat sich ja recht früh vom Hinduismus abgespalten. Und es wird auch berichtet, dass aus Indien immer wieder Auswanderungswellen stattfanden. Menschen wanderten aus und durch die Entfernung und Verlust von Schriften haben sich dann auch unterschiedliche Verständnisse und andere Religionen entwickelt, ja, mit ihren eigenen Schriften. Der Buddhismus hat ja die vedischen Schriften abgelehnt, der Buddha hat die vedischen Schriften abgelehnt, dafür hat er dann seine eigenen Reden etabliert als Grundlage für den Buddhismus. Ne? Und die Bibel, das ist Bericht der Erlebnisse von der Semiten im Alten Testament, ja, und dann später Bericht über Jesus Christus und seine Anhänger im Neuen Testament, also sind dann neue Schriften entstanden. Islam, das sind dann die Offenbarungen, die der Prophet Mohammed empfangen hat und seine Worte, ne, neue Schriften entstanden. Weil immer wieder das Wissen neu offenbart wurde. Wenn es verloren ging, wurde es von Krishna neu offenbart. Okay. Du sprichst von qualifizierten Monotheismus. Verstehe ich darunter, dass wir nur an einen höchsten Gott glauben, aber gleichzeitig die Existenz von Halbgöttern, dass wir die trotzdem, ja, dass wir diese Existenz trotzdem einräumen? Ja,
Also während Abraham die Halbgötterstatuen ja zerschlug, ne? Der erste, wie heißt es, Bilderstürmer. Bilderstürmer, ja, schon, und wurde dann immer wieder auch nachgeahmt. Und die Halbgötter eigentlich, er verneinte deren Existenz, er sagte, das ist Götzenverehrung, das ist alles falsch. Und, ne? Krishna sagt auch in der Bhagavad Gita, Avitipurvakam, er sagt, sie verehren mich mit falschem Verständnis. Ne? Aber grundsätzlich werden die Halbgötter leben gelassen. Ja. Wir haben ja auch da die Auseinandersetzung da Govardhan Puja, als Krishna den Govardhan-Hügel hob. Es ging ja eine Auseinandersetzung zwischen Krishna und Indra. Wer ist jetzt wichtiger? Ne? Ist Genau. Krishna der Höchste oder ist Indra? Nein, Krishna hat sich da etabliert als der Höchste über Indra. Aber er hat den Indra nicht umgebracht oder in die Hölle verbannt. Er hat ihn leben lassen, weil Oder Indra. seine Existenz verleugnet, das, ja, den gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Ne? Hat er auch nicht getan. Nein, in Indra hat Krishna seine Ehrerbietung dargebracht, ne? So wie es auch sein soll. Können wir sehen, dass selbst die Halbgötter manchmal vergessen, dass Krishna der Höchste ist und sich selbst für den Höchsten halten, weil sie genauso materiell bedingt sind wie wir Menschen. Nicht so stark bedingt, weil sie sind, Halbgötter bedeutet Deva, also gottzugewandte Wesen. Aber es kann immer wieder passieren, dass selbst die Halbgötter Krishna vergessen. Genau, Ja. was man in gewisser Weise gut verstehen kann, weil die ja so mächtig sind. Ich meine, Ja. wenn ich auf die Idee komme, der Höchste zu sein, ja, dann lachen die Leute ja schon nach 3 Sekunden, weil ich schaffe es noch nicht mal, den Einkaufswagen richtig einzuordnen beim Zurückschieben. Aber ein Halbgott, der wie Indra, der ist ja Herr über ganze Gewitterwolken und über ganze kosmische Vorgehensweisen. Da kann man sich eigentlich schon gut vorstellen, mal, dass dem ein oder anderen Halbgott das zu Kopfe steigt. Ja. Eine Sache, du sprachst eben davon, dass der Abraham diese sogenannten Halbgötter, die dort ja auch erwähnt werden, dass er die, wenn die Leute da Figuren sich doch angefertigt haben, dass er die dann zerstört hat. Da gibt es wohl so eine Passage. Wenn ich das richtig verstehe, die Halbgötter auch im vedischen System sind besonders dafür da, für Menschen, die materielle Wünsche haben, die zum Beispiel heißt es, wenn man reich werden möchte, kann man Shiva verehren, oder wenn man einen guten Ehemann haben möchte als Frau, dann kann man die Frau von Shiva, Uma, verehren. Ich kann mich an so eine Stelle erinnern. Oder wenn man gelehrt werden möchte, gelehrt, dann verehrt man die Göttin Saraswati und so weiter. Und was du eben sagtest, das war für mich ein neuer Gedanke, den kannte ich noch gar nicht bei mir. Was ist jetzt der Unterschied? Entweder du verehrst Halbgötter, um materielle Wünsche dir zu erfüllen, dann merkst du, da kommt dann so einer wie Abraham, zerstört die alle, haut die kurz und klein. Aber deine materiellen Wünsche, die hast du ja weiterhin. Da können ja noch so viele Abrahams kommen und die sogenannten Götzen, wie er sie nennt, dann zerstören. Also ich spreche jetzt mal so als be sehr bedingte Seele, ich habe die trotzdem immer noch weiter die materiellen Anhaftungen. Und die Folge ist dann, ich habe dann keine Halbgötter mehr zur Verfügung, weil die wurden alle von Abraham wieder zu Lehm, zum Grundlehm eingestampft. Dann gehe ich eben zur höchsten Persönlichkeit Gottes.
aber verehre ihn dann auch mit all diesen materiellen Wünschen. Ich gehe dann zum höchsten Herrn und dann möchte ich dies und dann möchte ich das und dann möchte ich einen Mercedes, Janis Joplin, Ja. einen Color TV. Du kennst wahrscheinlich diese Lieder im Originalton aus Ja. deiner Zeit. Ist es so, dass, Mercedes-Benz. ja, genau. Ist es vielleicht so, oder ist, was sagst du zu diesem Gedanken, dass man eigentlich den Warte höchsten mal, ich Herrn, mache mal meine Fluss hier aus. ja? Ja. Sag mein ganz noch null hier. Ja. Offline. Okay. Gut. Jawohl. Ja, bitte. Genau, an dieser Stelle im Chatfenster habe ich auch schon einen Kommentar entdeckt, den werden wir gleich auch noch mal Also was vorlesen. diese Frage, also wenn man materielle Wünsche hat und die Ja. an die Gott Genau, also die Frage ist, hat Krishna uns nicht in gewisser Weise die Halbgötter auch zur Verfügung gestellt, wenn wir materielle Wünsche haben, dass wir uns dann auch an die wenden können? Oder und dann in dem Moment, wo dann diese ganzen Halbgötter nicht mehr da sind, fangen wir dann an, Krishna zu nerven mit all unseren materiellen Wünschen. Das ist wohl ein Gedanke, den ich auch schon hatte. Ich dachte, man vielerorts ist ja so in der Volksreligion, der volkstümliche, das auch im volkstümlichen Christentum, dass die Menschen zur Kirche gehen und da beten: Oh Gott, mach, dass Frieden herrsche, ne? Gib diesen Menschen Brot, ne? Mach, dass alles wieder in Ordnung kommt. Also man bittet Gott, die zeitweiligen Leiden jeweils dann zu beseitigen, ne? Das kann noch Jahrtausende weitergehen. Es gibt immer wieder Dinge, über die wir uns beschweren. Brahma, Bhuvanatha, Stimmt. Kali, vom höchsten bis zum niedrigsten Planeten, alles Orte des Leidens, wo sich Geburt und Tod wiederholen. Ne? Und da können die Menschen dann bis ans Ende aller Zeiten beschäftigt sein, Gott darum zu bitten, also hier für Frieden zu sorgen und da jemandem aus der Patsche zu helfen und hier eine Gehaltserhöhung zu bekommen und was nicht alles. Ne? Oder dass der Treckerkonvoi, die Demonstration der Treckerfahrer nicht genau auf meiner Straße jetzt stattfindet. Bitte, Ja. lieber Gott, bitte mach das. Bitte, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das hatte ich vor zwei Tagen. Ja, das ist in der volkstümlich gelebten Religion weltweit so, dass die Menschen eben vorwiegend mit ihren eigenen persönlichen Problemen beschäftigt sind. Ne? So, ich habe da auch schon gedacht, da sollen sich doch an die Halbgötter wenden, denn entlasten sie da die Persönlichkeit Gottes. Aber Krishna sagt, also im Bhagavatam Hm. heißt es, Akama Sarva Kamo. Also ob man nun voller materieller Wünsche ist oder keine materiellen Wünsche hat oder sich Befreiung wünscht, man soll auf alle Fälle sich an die höchste Persönlichkeit Gottes wenden. Ne? Und dadurch wird man eben Liebe zu Gott entwickeln. Also Ja. Krishna empfiehlt das. Ja, der Weichern hat, Unterschied. ich kann schon, an dieser Stelle kann ich schon sagen, mein Besuch beim täglichen Bhagavatam heute hat sich voll wieder gelohnt. Vielen lieben Dank. Ja, fahre gerne fort. Ja, und da ist jetzt ein Unterschied in der Weise, wie also Krishna oder die höchste Persönlichkeit Gottes die Wünsche, die materiellen Wünsche seiner Verehrer erfüllt und wie die Halbgötter das tun. Und wir haben im Bhagavatam viele Beispiele von Halbgötterverehrern, die also zum Beispiel Shiva, ne, einen der Halbgötter, um eine bestimmte Segnung gebeten haben, dann die entsprechenden Vorgänge da ausgeführt hat, Entsagung und Opferhandlungen und viele andere Dinge. Und dann diese Segnung eben von dem Halbgott genau erfüllt bekommen haben. Selbst Ravana, der große Dämon,
war ein Verehrer Shivas. Ne? Also in der vedischen Tradition haben wir Beispiele selbst von Dämonen, die also Halbgötter verehrt haben. Oder Hiranyakashipu, ne? Dieser berühmte Dämon, der hat Brahma verehrt. Und Brahma hat ihm genau den Wunsch erfüllt, den er haben wollte. Ne? Was möchtest du haben? Ich möchte genau das. Er hat nicht weiter überlegt, weil er gibt es diese kosmischen Gesetze, wenn du bestimmte Dinge tust, um einen Halbgott zu verehren, dann ist der Halbgott verpflichtet, dir deine Wünsche zu erfüllen. Ja, genauso wie wenn man also mit dem Finanzamt zu tun hat, man erfüllt bestimmte Auflagen, dann kriegst du genau die Steuerermäßigung zum Beispiel. Ne? Aber so bei Krishna ist es nicht so. Krishna behält das große Ganze im Auge, denn er ist ja verantwortlich für die gesamte Schöpfung. Die Halbgötter sind nur für ihren kleinen Bereich verantwortlich, Krishna aber für die ganze Schöpfung. Er sorgt dafür, dass der Verehrer, selbst wenn er materielle Wünsche äußert, erkennt mit der Zeit, dass diese Wünsche von der höchsten Persönlichkeit Gottes erfüllt werden, aber der wirkliche Wunsch der höchsten Persönlichkeit Gottes und das Beste für das Lebewesen ist, wenn jemand die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt, in liebevollem Dienst, in hingebungsvollem Dienst, wenn er also eine 180-Grad-Kehrtwende macht. Ich will jetzt nicht nur mich, ein winziges Lebewesen unter Billiarden von Trilliarden von Lebewesen, zufriedenstellen, sondern ich will den Ursprung der Schöpfung, nämlich Gott oder Krishna, zufriedenstellen. Und das wird verglichen im Srimad Bhagavatam, wie wenn man Wasser an die Wurzel eines Baumes gießt. Und dann werden alle Blätter zufrieden. Also wenn ich Krishna direkt verehre, dann werde nicht nur ich zufrieden, sondern die gesamte Schöpfung. Das ist dieses ganzheitliche Denken. Und ich werde auch befreit von diesen kleinen materiellen Sorgen und Verlangen, die mich ja immer nur plagen. Ne? Denn im Bhagavatam gibt es auch ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel, er wird von einer Mücke gestochen, hat er da ein zeitweiliges Leid, ne? Es juckt. Und wenn er jetzt immer kratzt, dann wird das Jucken für eine kurze Zeit verschwindet es. Aber es kommt wieder. Und es kann sich der Mückenstich sogar entzünden. So besser ist es, nicht zu jucken, dann hört das von Nicht zu Auto kratzen. nicht zu kratzen, dann hört das Jucken automatisch auf. Ne? So, so ist es auch, wenn wir also immer wieder unsere materiellen Wünsche erfüllen, ja, unsere zeitweilige Situation, also viel Energie reinstecken, unsere zeitweilige Situation zu verbessern. Und dann werden wir immer wieder materielle Wünsche haben, materielle Probleme bis ans Ende aller Zeiten. Während wenn wir Krishna verehren, auch gerade mit materiellen Wünschen, dann wird Krishna dafür sorgen, dass wir unser Bewusstsein auf ihn richten. Dann werden wir also ein inneres Glück erfahren. Das bedeutet nicht, dass wir dann verhungern werden, weil wir nichts mehr zu essen haben. Denn Krishna sorgt auch für unser Essen, für alles sorgt er. Ne? Wir müssen Genau, nur. und wie du ja auch vorhin gesagt hast, er sorgt ja auch dafür, dass die Halbgötter das Essen, was sie dir dann geben, von ihm, also von der höchsten Persönlichkeit Gottes bekommen. Ja. Na, also, ja, verstehe. Wo du das jetzt gerade interessant erklärt hast, sag mir mal, was du von folgendem Gedankengang hältst. Das Lebewesen hat materielle Wünsche, aber es ist noch so atheistisch, dass es sagt, ja, ich habe jetzt diese materiellen Wünsche, aber ich werde jetzt nicht anfangen, einen Gott, einen höchsten Gott zu verehren. Das kommt gar nicht in Frage. So, dann gibt es die erste Stufe, der versucht, dieses Lebewesen versucht aus eigener Kraft, sich diese materiellen Wünsche zu erfüllen, zum Beispiel durch harte Arbeit. Es gibt so Menschen, wenn du sie mit Religion ansprichst, dann sagen sie, ach, ich habe alles, was ich erreicht habe, habe ich aus eigener harter Arbeit. Kommt mir nicht mit Gott und Religion.
Dann kommt die nächste Stufe ist, wo jemand sagt, okay, also nur durch harte Arbeit, das kann es jetzt auch nicht sein. Außerdem sind meine Wünsche zu groß. Das kann ich einfach nicht in diesem Leben einfach nur mit harter Arbeit stemmen. Ja, ich werde ein höheres Wesen verehren, aber jetzt noch nicht gleich Gott. Einfach nur ein mächtigeres Lebewesen. Wie du sprachst vom Finanzamt, es gibt in manchen Ländern so Leute, die sagen, na ja, der Finanzbeamte, ich kenne den, wenn man dem so unterm Tisch noch so ein bisschen, so ein Briefumschlag noch dazu tut, dann geht das auch in Ordnung mit der Steuerermäßigung. Da muss ich jetzt nicht, also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Die sagen einfach, das ist das nächsthöhere Lebewesen. Das hat besondere Kräfte, die ich jetzt noch nicht habe. Den suche ich mir jetzt mal aus, damit er mir bei meinen materiellen Wünschen hilft. Das wäre dann schon eine höhere Stufe als der einfach nur aus sich selbst mit harter Arbeit. Und dann die nächste Stufe ist, wenn jemand sagt, Moment, hier habe ich in der Bhagavad Gita jetzt gelesen und der Vaidyanath Prabhu hat es auch gerade in der Sendung erklärt. Diese mächtigen Wesen bekommen ja ihre Mächte oder ihre Macht auch noch von einem höchsten Wesen. Warum wende ich mich nicht gleich an dieses höchste Wesen? Ja, das ist genau richtig. Also gleich, wenn wir zum Beispiel, naja, Bundeskanzler ist nicht mehr das, was die deutschen Kaiser früher mal waren. Okay. Es gibt ja jetzt auch in Berlin, habe ich gerade gesehen, da hat sich also der Bürgermeister in die Wirtschaftssenatorin verliebt. Okay. Hast du es mitgekriegt, Martina? War ein großes Ding in der Presse, in den Nachrichten kam das. Ja, großes Theater, deswegen, Er hat das naja. öffentlich gemacht. Warum? Durch diese persönliche Beziehung könnte es natürlich sein, dass er jetzt die Wirtschaftssenatorin begünstigt. Ne? Also. Ja, es ist aber so, dass wenn jemand, also ein Freund der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, dann wird er von Krishna begünstigt. So, aber nicht mit materiellen Dingen, sondern mit spirituellem Fortschritt. Das ist der Unterschied. Da gibt es Chaitanya Charitamrita, wird das auch erklärt, dass Krishna sagt, ich bin doch kein Dummkopf und gebe meinem Gottgeweihten materielle Dinge. Denn wenn ich ihm einmal was gebe, wird er immer wieder danach fragen. Ne? Ich werde ihm spirituellen Fortschritt geben. Und ich werde ihm Einlass in mein persönliches Königreich gewähren. Die materiellen Notwendigkeiten sind dann automatisch auch erfüllt. Interessant. Ja, Vaidyanath Prabhu, lass uns mal kurz ins Chatfenster schauen und mal hören, was du dazu sagst, so zum Abschluss unserer Sendung. Der Sinisha schreibt hier: Ist es nicht so, dass es verschiedene Religionen gibt, aufgrund von verschiedenen Philosophien oder Schlussfolgerungen, welche aus den jeweiligen Schriften als letztendliche Wahrheit angesehen werden, und dass es im Grunde weniger darum geht, was die äußeren Rituale betrifft. Ich lese mir das nochmal durch, damit ich das. Ist nicht, dass es verschiedene Religionen gibt, aufgrund von verschiedenen Philosophien oder Schlussfolgerungen, welche aus den jeweiligen Schriften Das ist als letztendlich werden und dass es im Grunde weniger darum geht, was die äußeren Rituale betrifft. ja. Na, Ja, also Sinisha, willst du das die uns sonst noch mal? Rituale unterscheiden sich genau. Gut, die Rituale in den Religionen sind sehr ähnlich. Die verschiedenen Philosophien und Schlussfolgerungen. Hare Krishna, darf ich Kannst du eine nochmal Frage stellen? erklären? Und ich Die muss gleich in unterscheiden zwei sich auch Minuten gar nicht schon. so sehr.
die verschiedenen Ah, Entschuldigung. Philosophien und Schlussfolgerungen. Kommt das von Sinisa? Ja, genau. Kannst du noch mal erklären? Ja, könnt ihr mich hören? Hare Krishna, Ja, meine Erbittung. wir Ich hören dich. habe noch 2 Minuten Zeit, da muss ich an der Arbeit dran. Also ich meinte damit, Menschen haben verschiedene Schlussfolgerungen, was die absolute Wahrheit angeht, in Form von der Ewigkeit der Seele zum Beispiel, oder auch was Gott überhaupt darstellt, was Gott überhaupt ist. Zum Beispiel buddhistische Philosophien oder Mayavadi-Philosophien, die akzeptieren die absolute Wahrheit nicht als Person, einfach nur als Energie. Und aufgrund diesen Schlussfolgerungen gibt es dann auch angepasste Rituale, die dann auch praktiziert werden. Und die Verschiedenheit der Religion, so wie ich das bis jetzt wahrnehme, basiert darauf, dass man halt Wahrheiten, die wirklich ewig sind, also die ewigen Wahrheiten, verschieden ansieht oder verschieden interpretiert. Zum Beispiel Christen sagen, ja, Gott hat uns erschaffen, wir sind nicht ewig, wir sind erst jetzt ins Dasein getreten und nach diesem Leben gibt es auch kein Leben danach. Das ist eine Schlussfolgerung, die aus dieser Schrift gezogen wird. Und darauf basiert dann auch die Überzeugung. Wenn wir jetzt sagen, nein, wir sind ewig und uns gibt es schon ewig, da sind das zwei verschiedene entgegengesetzte Philosophien. Und dadurch widerspricht man sich und dadurch entstehen dann auch verschiedene Lager. Und so die Rituale werden auch dementsprechend dann natürlich auch angepasst. So meinte ich das. Ja, aber wenn du dir mal schaust, auch innerhalb, ja, nehmen wir das Christentum, da gibt es so viele unterschiedliche Interpretationen und Verständnisse. Die Leute hatten philosophische Auseinandersetzungen und es fällt immer sehr schwer, sich zu einigen, ne? Ja. Nun ist das Bemühen ja in den monotheistischen, also gerade in unserem Christentum, sag mal, alles schön einheitlich zu haben, ne? Und deshalb haben wir da auch so viele Fraktionen. Da gibt es die Protestanten, die vertreten eben eine Meinung, dann gibt es die Katholiken, dann gibt es da noch Unterabteilungen, ne? Allein zum Beispiel über die Position von Jesus Christus, da gibt es die verschiedensten Philosophien innerhalb des Christentums. Und das zieht sich durch die Geschichte, ne? Ja. Auch in der Praxis, also selbst im Islam ist es auch so, haben wir hier erfahren im interreligiösen Dialog. Ja, auch im Hinduismus, du sagst, also im Buddhismus wird Gott nicht als Person verstanden, aber im Advaita-Hinduismus auch nicht. Ne? Shankaracharya, für den war es höchste Brahman, war das letztendliche Wahrheit, ne? Nicht die Persönlichkeit Gottes. So, im Hinduismus gibt es größere Unterschiede als innerhalb anderer Religionen. Und trotzdem ist es die gleiche, ist immer noch Sanatan Dharma. Warum? Also die offenbarten Schriften sind die Grundlage. Auf die beziehen sich alle, auf den heiligen Veda, die Upanishaden, Vedanta Sutra. Und diese Schriften lassen verschiedene Interpretationen zu. Man Ja. braucht deshalb nicht eine neue Religion zu gründen, weil man andere Ansichten hat zu bestimmten Themen. Sehr interessanter Punkt. Also, das stimmt, wo du das jetzt gerade sagst. Da gibt es ja riesige Unterschiede, ob du jetzt sagst, Krishnas tu Bhagavan Swayam, also Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, und der andere sagt, alles ist nur Licht und Krishna ist einfach nur eine Verkörperung dieses Lichts, wie wir alle anderen auch. Und das löst sich dann wieder auf. Und am Ende gibt es keinen Unterschied mehr zwischen uns und Krishna, weil wir uns alle auflösen in dem Licht. Das ist ja schon wirklich eine sehr radikale Unterscheidung, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Und trotzdem gehen die Leute innerhalb der vedischen Kultur dann nicht mit Messern aufeinander los, obwohl der Unterschied viel größer ist. Der philosophische Unterschied ist viel größer als, nehmen wir jetzt mal im Christentum, da streitet man sich dann, ob der Stein
gerollt wurde oder geschoben wurde vor dem Grab. Ja, also das sind dann die großen Diskussionen. Da gibt es da sicherlich auch andere. Aber also ich habe mich mal mit dem Martin Luther beschäftigt. Der hatte einen Streit mit einem anderen Protestanten, der hieß Zwingli, Ulrich Zwingli. Und die haben sich darüber gestritten, ob das Abendmahl symbolisch zu verstehen ist oder ob es wirklich der Leib Christi sei. Und aufgrund dieser Meinungsverschiedenheit haben sie sich gegenseitig den Scheiterhaufen gewünscht. Ja, da habe ich schon gedacht, Manometer. Ja. Ja, in der vedischen Tradition würden wir bei solchen Auseinandersetzungen sagen, beides ist wahr. Man lässt die Wahrheiten nebeneinander existieren. Man muss sich nicht unbedingt einigen. Man Genau, wir kann. haben auch dieses schöne Acintya Beda Abeda Tattva. Es ist gleichzeitig eins und gleichzeitig verschieden. Ja. Kommt alle zur Ruhe. Ja, weiter nach Prabhu. Ich schaue auf den Glockenturm. Die Zeit ist ja wie bei Brahma. In einer Sekunde hat sich eine Stunde hier aufgelöst. Und bedanke mich auch bei allen, die heute live mit dabei waren, und bedanke mich jetzt auch schon an alle, die sich das auf YouTube anschauen. Und mit Vaidyanath Prabhu könnte man jetzt hier gut und gerne 2, 3, 4 Stunden weiter sprechen über diese interessanten Themen. Ja, aber das verschieben wir dann auf eine andere Sendung. Und ja, Vaidyanath Prabhu, magst du vielleicht noch, hast du noch ein letztes Schlusswort vielleicht zu der heutigen Sendung? Ja, es war ja ursprünglich vorgesehen, dass meine Frau Nitya Sitter heute dran ist. Deshalb bin ich hier. Also ihr geht es schon wesentlich besser, aber sie ist noch so ein bisschen, Hamburg sagt mal, mattelig. Du verstehst das, also ein Ja, ich bisschen verstehe das. geschwächt noch. Und noch Verstehe nicht Hamburger ganz Sprache. wach, wieder noch nicht ganz wach, aber es geht sehr, sehr schnell voran und sie wird Sagt bestimmt. ihr maddelig oder wir sagen gnaddelig mit GN? Gnadelig wäre ja mehr so eine Geistesverfassung, ne? Okay. Gnadschig, oder? Ich Alles weiß. klar. Naja, also. Nö, sie ist ganz fröhlich, aber Maddelig. Okay. so ein bisschen angeschlagen, ne? Wäre Hochdeutsch. Ja. Maddelig kennt man in der Schweiz nicht, ne? Das war, die kennt man da nicht, ne? Madelig. Nein, das hab ich noch nie gehört. Dieses Wort kenne ich nicht, nein. Wie Madelig sagen wir kenne ich auch. uns? Wie sagt ihr denn? Wir sagen matschig in Berlin zum Beispiel. Matschig. Ja, gut, matschig ist da sehr ähnlich. Ja. Ja, matschig. Ja, dann richte ihr doch mal liebe Also, Grüße sie nennen schon aus. wieder Gestalt an. Gut. Dann freuen wir uns, dass sie dann das nächste Mal mit doppelter Kraft dabei ist. Ja, okay. Betet für sie, ne? Auch eine. Ne, Krishna möge sie segnen. Gesundheit. Ach, Okay. auf jeden Fall. Und Arriba. zwar direkt zu, ich bete da direkt zu Krishna. Ja. Prima. Ich bedanke mich bei unserem lieben Vaidyanath Prabhu. Und lasst ihn uns doch nochmal ein Haribol zurufen. Schaltet eure Mikrofone gerne einmal ein. Vaidyanath, bist du bereit für ein kurzes, Jawohl. aber sehr freudiges Haribol? 3, 2, 1. Haribol! Haribol! Hare Krishna. Und ich schnappe mir kurz die Ukulele aus Mexiko. Einen Augenblick. Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Und wir können ja noch zum Abschluss einmal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Schaltet eure Mikrofone nochmal ein. Ich singe einmal vor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alles Gute und bis bald. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.